Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Non-Farm Payrolls Live Trading. Und das machen wir natürlich wie immer mit Dirk Helger. Ich freue mich sehr, dass er heute wieder mit dabei ist und ich freue mich natürlich auch, dass ihr alle hier dabei seid und sich für das Webinar interessieren. Wir sind wie immer sehr gespannt, was uns nachher die Zahlen für Bewegung bringen. Und bevor wir dann tatsächlich starten, sage ich natürlich für alle, die neu dabei sind, wie ich heiße. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße dich im Namen von FX Flat. Freue mich, dass du da bist. Und wir schauen uns den Risikohinweis an. Denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungsinformationszwecken, unabhängig vom Inhalt. Also, ob der Dirk heute einen Trade macht oder nicht oder schon bereits Trades hat, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. So, jetzt bin ich zum Sieg rübergesprungen. Macht doch nichts und dürft bitte dieses Event nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, damit wir das auch direkt am Anfang klären. Wir sind hier beim respektvollen Du und wenn jemand das nicht möchte, dann gerne Bescheid sagen. Gut, lieber Dirk, dann kriegst du jetzt den Bildschirm und habe schon mitbekommen, dass du zu deiner alten Liebe DAO wieder zurückgegangen bist und deine Affäre mit den DAX beendet hast. Stimmt das? Ich habe meine Affäre beendet. Okay. Da gehe ich gleich lieber nochmal separat drauf ein. So, dann sage auch ich mal an der Stelle hallo. Oh, soll ich jetzt mal gerade hinsetzen? Wie sitze ich denn da? Erstmal hallo und herzlich willkommen hier heute zum NFP Live Trading zu den Arbeitsmarktdaten USA. Wie jedes Mal am ersten Freitag des Monats machen wir das auch heute wieder zusammen. Bei GoToWebinar hat man es schon gehört, hier wurde es eingeblendet. Ich sage immer explizit auch nochmal, ne, das ist keine Floskel, bitte nicht einfach nachmachen. Ne? Und auch generell, was Positionsgrößen oder sowas angeht, das muss man immer so machen, wie es zum eigenen Konto passt. Und auch das sollte man sich nicht dazu verleiten lassen mit dem, was ich da mache. So, ich hoffe, euch geht's gut. Ja, ich habe gerade schon den Melsen gesagt, ich bin irgendwie wahnsinnig unausgeschlafen, war aber dann wenigstens zum Ausgleich vorhin noch beim Sport, um da irgendwie wach zu werden. Das ist mir auch einigermaßen gelungen. Und ich hoffe, dass meine Konzentration dann gleich auch mitspielt. So, also, ich gucke Ja, hier ich gerade will mal die auch mal ein kurzes Kommentare. Hallo hin nach Genau. zu den Du darfst auch gerne Hallo sagen, der Nelson. YouTube-Teilnehmern. Ja, ich höre den Nelson, Genau. bitte. Jetzt bin ich zu hören. Ja, guten Tag an alle auf YouTube, in YouTube. Ich weiß es nicht. Was sagt man da Was? richtig? Auf YouTube? Ist egal. Ist egal, oder? Man versteht mich. Ja, kommen ja noch Leute rein, auch hier bei uns. Also die Bude wird voll. Noch irgendein Ich Kommentar zu seinem Hemd? Dann bitte jetzt. oder zur Frisur. Ja, zumindest komme ich frisch aus der Dusche, gerade nach dem Sport hier noch. Okay, also mich interessiert natürlich zuallererst mal, bevor ich rüber auf den Markt gehe, so wer ist zum ersten Mal dabei, wer war noch nie hier mit dabei und um da mal so ein bisschen Überblick zu kriegen, weil ich muss ja halt immer irgendwie, was, bitte klappen Sie, weil ich muss ja auch irgendwie so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wo ich halt die Einzelnen abhole, beziehungsweise wie viel ich erklären muss und wie nicht, ne? Okay, das sind ja ein paar. Oh, auch mal weibliche. Ich habe letztens bei YouTube mich völlig erschrocken. Irgendwie, da war im, das war der Stream vom Donnerstag, 100% männliche Teilnehmer. Das geht gar nicht, finde ich, weil die Frauen sind Also ja eh hier nicht bei da. uns nicht. Hier haben wir auch Ja. weibliche Teilnehmer. Vielleicht hat auch jeder Default angeklickt und dann war es halt irgendwie dann versehentlich, stand da halt was von männlich. Aber ich freue mich natürlich halt, weil die Frauen sind ja statistisch erwiesenermaßen die besseren Trader, ne? Von daher verstehe ich das gar nicht. Und die Männer sind wahrscheinlich eher so die aggressiveren und wahrscheinlich ist das deswegen so oder die risikoaffineren. Und auch guck mal, noch eine Frau, Anna, Ja, Jana. Tanja ist ja immer dabei. Was? Nee, hier bei YouTube sehe ich das gerade. So, ich kann natürlich nicht die ganzen Kommentare da durchlesen. Nein, es ist kein neues Hemd. Ich gehe trotzdem mal kurz durch. Bild steht nicht, behaupte ich mal. Bitte klappen Sie die Rückenlehne. Ja, das mache ich Ach doch auch ja, der mal, glaube Norbert sagt dir was, ey. Der Dirk nur Frauen im Kopf. Gestern hattest du auch wohl einen ich. Versprecher, Ja, was? genau. Der Versprecher war gut, ne? Der war richtig klasse heute Morgen. Ich habe echt gedacht, ich musste mich danach so zusammenreißen, ne, dass ich hier nicht einen Lachflash kriege, während ich den Stream mache, wirklich, das war so bitter. Ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Okay.
Aber das ist, ich muss, darf da jetzt auch nicht wieder drüber nachdenken, sonst wird es wieder komisch. Ne? Der Nelson hat ja auch schon gerade gesagt, nee, was war das? Ich wäre zu meiner alten Liebe zum DAO zurückgekehrt, nicht zum DAX. Genau. Hey? Und deine Verwirrt. Affäre mit dem DAX beendet. Das Ja, zum war so Frau. eine Anspielung auf Heikos Post. Der hatte doch irgendwie gesagt, deine alte Liebe DAO oder irgend sowas. Okay. Was, der Bizeps spannt noch. Nein, ich war nur joggen. Von daher. Ja, mit der Frau Dau. So, okay, aber genug gefaselt. So, dann gehen wir mal rüber auf den Markt. Also, was ich halt irgendwie sagen muss den Neulingen ist, immer so, mich interessieren die News selber von Inhalt nicht, gar nicht, ja, nie. Egal, was es ist, ob es Zinssatzentscheide ist oder ob das Non-Farm Payrolls sind, so, weil ich immer die Auffassung vertrete und auch verteidige, dass halt eben der Markt nur das Bild voll macht bei den News und halt eben die geringe Liquidität dazu genutzt wird, den Markt halt auch relativ schnell anstelle XY zu bewegen. So, wer auch immer das macht, man weiß es nicht, aber das beobachte ich einfach seit Jahren. Ja, und auch hier die NFPs mache ich jetzt irgendwie schon 6 Jahre hier zusammen mit FX Flat. Seit 2017 und von daher gab es noch nie einen Grund, von dem abzuweichen. Ja, ich werde aber gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen, weil ich habe ja natürlich auch gestern in meinem Stream, also für den Blog, den ich ja per Video jeden Abend mache, habe ich ja auch schon was gesagt, was das Bild werden würde. Ich habe nur so ein bisschen die Befürchtung, das zeige ich jetzt gleich, dass mein Short um 2, 3 Punkte verfehlt wurde. Aber eins nach dem anderen. Wir gehen jetzt mal rüber aufs Bild und gucken uns das erstmal dann halt alles zusammen an. Mit Special Effect. Ja, und mit Ton, zumindest bei YouTube. Hier halt nicht so wirklich. Also, auf der linken Seite der DAX, der ist jetzt erstmal nicht wichtig, ja. Weil wir gucken uns ja hier den DAU an, den will ich ja auch handeln. Von daher konzentrieren wir uns auf den jetzt mal. Mal gucken, wie das Ganze für mich sich darstellt, wie das Ganze aussieht. Also, das ist das, was ich gestern Abend eingezeichnet habe. Ich habe die ganze Zeit geschrieben, mir fehlt die 219. Und jetzt sehe ich auch gerade, warum ich um 2 Punkte verfehlt wurde, mein Entry. Das war blanke Dummheit. Also, ich habe gestern hier abends kann man nachgucken, diese Linie eingezeichnet, habe gesagt, da kann der noch hin. Dann ist das Bild eigentlich komplett. Und jetzt war der tatsächlich da und ich bin nicht abgeholt worden, weil ich dachte, weil ich eine Erinnerung hatte, der liegt bei 223. Das ist natürlich unfassbar ärgerlich. Aber okay, also da sieht man schon mal halt, ne, das, was ich da gesagt habe, ist schon mal grundsätzlich gar nicht falsch. Ja? Ob der das jetzt natürlich so komplettiert, wie ich das auch hier im Bild zeige. Also mit dem, also hier der Pfeil rauf hat gepasst und das nächste war halt der krasse Pfeil nach unten. So, ihr könnt schon mal sehen, wie sich hier jemand gerade extrem ärgert, ja. Auch beim DAX auf der linken Seite auch nur ganz kurz sieht man aber auch hier rote Linie bei 201. Der H1 Schlusskurs kein einziges Mal drunter. Das war also schon perfekt. Das heißt, man könnte hier, wenn man das jetzt irgendwie schon fett gehandelt hätte, irgendwie mit einer großen Position, könnte man auch genauso gut Feierabend machen. Uiuiui, das ist jetzt echt ein bisschen bitter, ne? Aber okay. Also nichtsdestotrotz, ich muss jetzt gucken, oder was heißt ich muss? Ich muss nicht, ja, aber ich würde schon versuchen, jetzt hier nochmal irgendwo reinzukommen. Nett wäre natürlich jetzt, ne, wenn wir halt den Klassiker kriegen. Also das heißt, wenn der Markt jetzt erstmal raufläuft, nochmal, weil er so freundlich ist und mich abholen will, einen kurzen Fehlausbruch über dieses Gebilde. Also ich bin normalerweise auch mal an die neuen. Ich bin halt gar kein Freund von Diagonalen. Ich handle rein horizontal, ja. Das klingt ein bisschen nach Horizontalgewerbe, das hat damit natürlich nichts zu tun. Aber mich interessieren halt irgendwie die ganzen Trendkanäle und so weiter überhaupt gar nicht, ja. Und deswegen darf man sich auch nicht wundern. Und deswegen ist so ein Bild, wie man es jetzt hier gerade sieht, ist halt wirklich Ausnahme bei mir, ne? Aber ich habe halt gesehen, okay, der bastelt sich hier eine Flagge möglicherweise zurecht. Und Flaggen funktionieren in der Regel ganz gut. Was ist eine Flagge? Eine Flagge ist eine kleine Erholung, die aussieht wie ein Trend in einem übergeordneten anderen Trend. Ne? Und hier haben wir halt einfach eine bärische Flagge, die jetzt auch eigentlich fast komplett ist. Außer man zieht jetzt das Ding da irgendwie weiter. Ja? Also wenn man das jetzt unbedingt so machen will, dann würden wir tatsächlich da oben noch drin landen. Das wäre, und das ist der nächste Ansatz, perfekt im Framing tatsächlich. Das heißt, Framing ist halt für mich immer so, ich gucke nach Außenstäben, weil der Markt halt, also man sieht es einfach wahnsinnig oft. Ich habe damit auch schon super oft vorhergesagt, wann der Markt halt wieder kippt. Und wenn wir zum Beispiel solche Squeezes hatten, weil Squeezes laufen immer im Framing, immer. Und da muss man halt nur den Timeframe sich irgendwie aussuchen, in dem der halt da unterwegs ist. Und von daher
bin ich da halt ein ganz großer Verfechter davon. Das heißt, der Klassiker, wenn es jetzt irgendwie nett läuft, ja, wäre jetzt dann der, wir laufen hier einmal runter, zum Beispiel auf den SMA 20, laufen dann rauf, da oben hin, und das ist aber erstmal nur eine Wunschvorstellung, ja, und machen dann die Geschichte nach unten fertig. So, das wäre halt jetzt so das Wunschkonzert, ja. Ich kann es jetzt erstmal nicht anders formulieren. Und das wäre dann natürlich auch entsprechend super schwer, da reinzukommen, weil ich kann weder hier einfach short gehen, noch kann ich da halt irgendwie einfach long gehen an der Stelle, weil der halt für mich dann, so wie er jetzt sich darstellt, komplett im Mittelfeld hängt. Das heißt, was ich jetzt machen würde, wäre jetzt erstmal oben bei 250, 260 eine LPO-Order setzen, das heißt eine Limit-Pullback-Order. Im Stereo Trader ist das ja so ein Ding, das ist ja keine einfache Limit-Order, sondern die wird ja halt erst abgeholt, wenn der Markt in die richtige Richtung dreht. Und ich würde das bei so einer Vola dann halt auf 5 Punkte einstellen und mich also nicht sofort positionieren, sondern erstmal nur mit einer Limit-Order, ja, mit dem frommen Wunsch, dass er das jetzt macht. Da bin ich natürlich jetzt nicht so ein Freund von, weil ich hätte schon gerne eigentlich irgendwie versucht, mich im kleineren Timeframe dann halt eben auch gegen das Framing da halt zu stellen und dann zum Beispiel halt einen Bruch, dann halt einen anderen, die Short-Richtung zu handeln. Long habe ich hier echt Schmerzen mit, ne? Also weil ich einfach weiß oder halt, ne, so alles spricht momentan dafür, dass dieser ganze Anstieg die ganze Zeit nur korrektiv ist. Ich war auch heute Morgen long im DAX, ja, total einfach, 20 Minuten war ich fertig. Und das hat auch alles super gepasst, auch ganz wunderbar in dem Framing, was ich halt immer da halt auch tausendmal rauf und runter beschreibe. Und von daher habe ich da halt einfach echt so, ja, Schmerzen damit, ja. Also da jetzt irgendwie halt long zu gehen. Auch wenn der jetzt irgendwie nach oben zuckt, der wird aber dann wahrscheinlich nicht weit kommen. Warum das Ganze so ist, liegt einfach auch daran oder beziehungsweise warum ich das so der auffasse. Also erstens mal sind wir hier schon die ganze Zeit schlapp gestiegen. Sowas steigt in der Regel nicht einfach weiter, sondern wird nach unten beantwortet. Aber eine Schweinerei wäre halt schon wahrscheinlich. Und das wäre halt eben die Schweinerei, die ich die halt für plausibel halte. Das heißt, erstmal runter hier auf die 113, 110 etwa, so in dem Bereich und dann rauf. Sollte er das allerdings sauber machen, ja, mit irgendwie mit einem schnellen Dip und man sieht halt irgendwie so, okay, da kommt Druck nach oben auf, dann würde ich den Long versuchen. So, jetzt muss ich ja ein bisschen auch auf die Uhr gucken. Wir haben vorhin ein bisschen lange rumgequatscht, dass ich hier das, was ich da meine, auch nicht verpasse. Also bei 260, 250 Short, bei 113 Long, wenn er es denn macht. So, das gebe ich jetzt hier auch mal entsprechend ein. Also hier oben 260, man hat gesehen, bei 203 liegt die. LPO 5 ist eingestellt. Das Framing ist momentan, ne, also mit Framing, ich habe hier alle Timeframes im Auge, von M5 bis Daily. Hier unten ist der H1, den wir auch gerade gesehen haben. Und hier noch der Daily. So, jetzt will ich aber nicht so viel quatschen, sondern muss mich hier so ein bisschen zurechtfinden auch. Point of Control kommt aus dem Future hier. Was ich handle, ist wie immer CFD auf den Future, beziehungsweise umgekehrt gemappt. Das heißt, das Volumen, was man bei mir sieht, kommt aus dem Future, natürlich auch das Orderbuch, logischerweise. Auch die Volumengeschichte hier auf der linken Seite ebenfalls, kommt alles aus dem Orderbuch, aus dem Future. Und der Chart ist CFD. Warum ich das so mache, hat ganz viele Gründe. Erstens kann ich halt hier sauber skalieren. Gut, das brauche ich jetzt bei der Kontogröße jetzt nicht unbedingt, mit irgendwie Teilkontrakten da halt zu arbeiten. Aber ich habe vor allen Dingen, habe ich keinen rollenden Kontrakt. Das heißt, ich habe nicht irgendwelche Werte, die sich halt permanent verändern. Und da meine Levels ja in der Regel halt über Wochen, Monate, teilweise Jahre halten müssen, kann ich mit dem Future nichts anfangen. Das ist der Grund für CFD. So, ich bin halt gespannt. Also wie gesagt, Short, schwierig hier, echt schwierig. Da wäre ich ja fast noch ein Freund davon, irgendwie da oben drüber einfach long zu gehen. Aber ich würde mir das, wie gesagt, gerne angucken. Also, das war die 110, das wäre hier unten in dem Bereich. Ja, also mit bisschen Übertreibung wäre auch das hier noch der Kassa-Close von gestern. Aber ich bin gespannt. Ich gehe da nicht mit einer Limit da unten dagegen. Sollte irgendwie alles ganz anders kommen, muss ich mir natürlich was überlegen. Aber das überlege ich mir dann, wenn es anders gekommen ist. Wie gesagt, ich bin immer ein großer Freund davon, direkt eine Order irgendwo reinzugehen. Aber, so, wo haben wir aufgesetzt? 333. Die haben wir auch schon tausendmal gesehen, ne? So, jetzt wäre halt die Überlegung, macht man es oder lässt man es sein hier unten? Na, das ist schon ein bisschen ordentlich die Bewegung. Ich habe halt hier noch einen Short, aber der zählt ja nicht. Das ist mein Swing von vom Zinssatzentscheid. Aber er geht halt direkt runter. Das heißt,
Ich habe einfach meinen Entry da oben verpasst. So, jetzt muss man mal gucken, ob man da halt irgendwie noch ein bisschen besser reinkommt. Also ich habe hier tatsächlich noch, ne, da sieht man es, aber das hilft da ja jetzt nichts. Aber das ist natürlich so mein Trade, den ich halt im Swing versuche, da halt die ganze Zeit schon zu verfolgen. Aber das ist arg. Die hätte ich natürlich schon gerne gehabt, aber eben ab da oben. Das heißt also, alle, die gestern meinen Livestream gesehen haben, beziehungsweise meinen Blog heute und auf die 219 geschortet haben, da sage ich herzlichen Glückwunsch. Ne? Ich habe es einfach tatsächlich, weil ich vorhin irgendwie nicht am Platz war, hab ich das Ding irgendwie oben am Handy eingegeben und dachte, ja komm, setz mal die Limit dahin und siehe da, boah, das ist natürlich echt ärgerlich, ne? Aber okay, so ist es Die halt. So, Zahlen sind bitte? super stark reingekommen. Ja, das ist halt, ne? Also, okay, ich habe es verpasst, ja? Ich kann es nicht schöner formulieren. Das heißt, hier war mein Short Entry, guckt euch das an, auf den Tick, ja? Auf den Tick hat er das Ding da oben gemacht. Das ist natürlich echt. Also ich habe auch vorhin noch wo ich da oben habe mir irgendwie Espresso getrunken, habe gedacht, nee, lass die Limit mal schön liegen, weil ich habe mit, man spricht ja manchmal in Gedanken, ne? Und wo ich dann auch so meinte, zu mir selber meinte, ich bin schon gewohnt, auf den Tick abgeholt zu werden. Genau, also abgeholt zu werden. Und deswegen gefällt mir das nicht. Ne? Deswegen bin ich da nicht manuell reingegangen. Jetzt guckt man sich das Ganze an, ist natürlich echt mega ärgerlich, ne? Mega ärgerlich. So, aber okay. Wir gucken mal, wie wir da noch irgendwie reinkommen in die Nummer. Also, ich würde jetzt halt hier M1, ne? Also das ist jetzt auch ein Framing, was wir halt hier stehen haben. Das ist natürlich echt arg, ne? Oh, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Veränderst du deinen Ne? Aber Stop-Loss wie bei deinem gut. Swing? Bitte? Verschiebst du deinen Stop-Loss bei deinen Swing-Positionen oder lässt du erstmal stehen? Ach, der steht irgendwo da oben im Nirvana. Also der ist irgendwie, ich will den ja zeigen, aber ich will ja auch keinen erschrecken. Wenn ich jetzt hier auf das Ding aufklappe und dann sieht man die gesamte Position. Das ist halt irgendwie, bei den hier lasse ich. Also der ist mir, das ist nur einer von irgendwie, also ich bin da noch mit 15 drin und habe das tausendmal schon aufgelöst und ich lasse, das Ding soll ja halt irgendwie bis, keine Ahnung, Weihnachten laufen oder wann auch immer halt die Short-Richtung vorbei ist. Ne? Von daher ist mir der egal. Also da jetzt bitte auch nicht dran orientieren, ne? Nur weil hier jetzt noch, nur weil jetzt, ach, ich habe das Ding noch offen, das muss ich mal zumachen. Ne? Nur weil der jetzt hier liegt, bitte nicht dran stören. Der ist auch nicht neu, der ist schon ein paar Tage drin, weil ich mir dachte, oh, der kommt sowieso wieder. Und von daher brauchst du den auch nicht anfassen. So, aber jetzt mal gucken. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Rücklauf hin, wobei ich Long hier für super gefährlich halte, weil im H1, ah, das ist natürlich echt, boah, ich ärgere mich gerade so brutal, ne? Weil ich habe nämlich wirklich, also ich meine, man sieht ja die Positionsgröße da oben, ne? Und das ist ja, das wäre nur eine gewesen, ja, von irgendwie, ich wollte eigentlich mit mindestens drei Dingern da rein, also 75 Kontrakte. Und das ist natürlich gerade irgendwie eine ordentliche Stange, die jetzt halt hier fehlt. Das ist so ein bisschen mies. Okay. Aber so ist es. Also, hier war diese Unterstützung, die wir gehabt haben am Dienstag bei der 908. Da kann es jetzt sein, dass die jetzt wirklich auch mit Tempo hier verkauft wird, ne? Und dann rauschen wir wahrscheinlich am Stück runter bis auf die 800. Dort würde ich dann halt nochmal irgendwie versuchen anzusetzen, weil dort gehen wahrscheinlich erstmal den Shorties die Luft aus. Weil tiefer glaube ich erstmal nicht. Das heißt also 800, 802. Mal gucken. Das ist natürlich echt kein Live-Trading nach meinem Geschmack gerade, weil ich hier so an der Seitenlinie stehe. Das mag ich überhaupt nicht. Das mag ich überhaupt nicht. Also guckt euch das an. Das ist eine 5-Minuten-Kerze, die ich da oben zurecht scrolle. Das ist schon heftig, ne? Also ich würde Aber auch hier versuchen. über keine Bewegung dürfen wir uns ja nicht aufregen. Nee, aber über Dummheit, ja. Aber was heißt Dummheit, ne? Also wenn man natürlich irgendwie sich, ja doch, Dummheit. Weil so genau geplant, gestern Abend noch beschrieben. So, wer hat den Short gemacht, den ich gestern Abend geschrieben habe? Weil ich habe heute Morgen in der Facebook-Gruppe auch schon wieder Long gelesen, wo ich dachte, okay. Ne? Weil das ergibt kein Bild. Also auch nicht irgendwie, was macht denn der DAX eigentlich? Ja, das Gleiche, ne? Guckt sich das an.
Rote Linie, rote Zone, Feuer frei nach unten. Beide verpennt. Ich habe den Short. Okay, Anu hat den Short, da ist schon mal einer. Ja, ne? Aber daran, das Verrückte ist ja, oder ich meine, ich ärgere mich, ich meine, ich handle das ja nicht hier, um Show zu machen, ne? Sondern ich mache das ja halt wirklich mit dem richtigen Konto, um mir auch Geld zu verdienen. Und entsprechend ärgere ich mich natürlich. Aber trotzdem, worüber ich mich natürlich nicht ärgere, also, sondern wo ich mich halt freue, das ist für diejenigen, die halt eben abends meinen Blog gucken, ja, und sich das angucken und sich da Gedanken dazu machen. Weil, und was halt eben ja auch dazu kommt, das ist ja mal wieder der Punkt, Charts machen News. Und jeder, der was anderes behauptet, ich weiß, da gibt es viele, die sagen, ist alles gar nicht so, ja, okay. Aber deswegen mache ich das hier auch erst im sechsten Jahr und deswegen funktioniert es ja auch so schlecht. Aber da sieht man halt einfach, ne, dass man das gestern einfach schon gesehen hat, was da halt passieren wird und wie die Dinger da reinkommen. Ne? Man hat es einfach gesehen. Und vorher, also ne, 16 Stunden vorher oder noch mehr, 18 Stunden vorher, hat man es gesehen. Und das ist natürlich halt, ja, schöner Beweis halt mal wieder. Ne? Aber gut, von dem kann ich mir jetzt nichts kaufen. Aber ich hoffe, wie gesagt, einige waren ja auch gerade, ne? Schreiben ja auch, ey, ich bin short dabei, hab den erwischt, die anderen im DAX, ne? So, also da sage ich halt echt gut gemacht, ja, wirklich. Bin stolz auf jeden, der das dann halt irgendwie für sich antizipieren konnte und damit dann halt auch punkten konnte. So, jetzt würde ich mal gucken. Also, wir stehen hier am Vortagestief. Mal gucken, ob er das jetzt verkaufen will. Jetzt hier short ist natürlich heftig, ja, aber kann man eventuell mit einer kleinen Position, was haben wir, 37, ne, die 15-Minuten-Kerze ist immer so mein erstes relevante Ding, könnte man versuchen, aber wie gesagt, das ist keine Empfehlung. Ne? Ich mache es selber noch nicht, ihr seht, ich bin zurückhaltend, aber ne, weil das wäre jetzt halt einfach das Prinzip, Support wird zum Widerstand, ne? Deine grüne Linie hat erstmal gehalten. Ja, erstmal. Aber ich guck da hier aufs Buch. Also ich würde ansonsten hier ganz klassisch am Value Area Low reingehen. Und da ist auch der SMA20 im M1. Ja, die grüne Linie, ne? Mich nerven meine grüne Linie manchmal selber gewaltig. Also, das heißt, das Ding hält hier scheinbar erstmal. Da kann man jetzt natürlich auch versuchen, weil das Framing dreht hier gerade, ne, sieht man im M1 auf grün, laufen aber hier gegen so einen blöden Pivot. Das heißt, wenn man das machen will, dann sollte man tiefer ansetzen. Ne? Aber trotzdem, wir stehen hier immer noch, ne, unterm Vort. Ich habe da echt meine Schmerzen. Wir stehen immer noch unterm Vortagestief. Der kann das Ding einfach nach unten verkaufen hier. Das ist echt möglich. Deswegen würde ich zumindest mal abwarten, bis wir uns hier so ein bisschen nach oben biegen. Also hier ist der M1. No, da war die Idee, hier short zu gehen, nicht falsch. Ein paar Punkte reicht. Deswegen lass den mal hier fertig kämpfen und dann gucken wir mal. Dann gibt es vielleicht einen Rücklauf für ein paar Punkte und der reicht dann höchstwahrscheinlich bis zur Value Area. Ne? Weil wenn hier unten, klar, wenn das Volumen ausgehen sollte hier unten, dann geht er dahin, wo wieder Volumen ist und das fängt in der Value Area an, weil hier ist ja alles leer, sieht man ja auch auf der linken Seite. Ne? Aber wie gesagt, ich würde da jetzt nur, weil ich da eine grüne Linie habe, noch nicht reinspringen. Das gefällt mir so noch nicht. Noch gar nicht. Mal gucken, was das Orderbuch hier uns erzählt. Da gibt es einen, den sehe ich auch so schon. Nee, noch nicht falsch gesehen. Also hier ist auch noch nichts irgendwie zu erkennen, wenn jetzt hier irgendwie was da, ne? Da ist er. Wenn die echt sind, okay, dann geht das Ding rauf. Das heißt, ne, den sieht man ja da unten. Moment. Da ist er. Bei der 21. Den kann man dann auch ganz knapp abstoppen. So, okay. Ganz enger Stop. So, Stefan direkt sagt, absichern. Deine hellblauen Linien sind besser. So, komm, zieh durch, zieh, 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 zieh. Nee. Ja, ein bisschen eng vielleicht gemacht, ne? Ah, guck, okay. Okay, Ansatz richtig, Umsetzung falsch. 22 Euro.
Ne? Also Grund war jetzt hier, das Framing hat umgedreht und eine fette Order. Das war natürlich jetzt schon zwei Argumente. Ich hätte mal hier ein bisschen Risiko lassen sollen. Ich weiß gar nicht, warum ich den so schnell abgesichert habe. So, jetzt stoßen wir hier an den Pivot. Das nervt natürlich auch ganz gerne mal. Und dann gucken wir mal, ob das mit der nächsten dann besser wird. So, also ausgehend davon, dass die Geschichte jetzt stützt. So. Ich lasse den jetzt einfach mal hier drunter. So, wie gesagt, Ansatz wäre da oben. Value Area Low. Mal gucken, ob das hinkriegt. Bei 200, Quatsch, 913, ne? War die eben 13, okay. So, mal gucken, ob das jetzt wenigstens dann gelingt im Rücklauf. So, jetzt sichere ich aber ab. Dann kann man natürlich auch irgendwie mal einen Teil rausnehmen, wenn es irgendwie bremst. Okay. Dann könnte man jetzt auch wieder zurückziehen, ne? Den Stop so ein bisschen, weil die Hälfte ja raus ist. Weil ich weiß ja nicht, ob der darauf geht und aber vielleicht nochmal Luft holt. Solange der hier auf grün stehen bleibt, der M1, ist alles fein. Ne? Da gibt es keinen Grund. So, ich würde jetzt auch hier dann als nächstes, also eigentlich gehört der Stop hier drunter. Ne? So, jetzt unter die letzte. Beziehungsweise die ist die dieses Tages. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ne? Mit der wurde das gekauft, das Ding. So, da darf er nicht mehr drunter. So, da wäre genau der Stop. Jetzt holt er mich wahrscheinlich wieder genau ab. Wieder. Aber okay. Wenigstens, ey, das. Nee, nee, nee. So, mal gucken, ob wir den nochmal kriegen. Aber ich sehe momentan nichts. Da war im Gegenteil gerade eine größere Short Order. Ich hätte den da oben gleich rausnehmen sollen am Pivot. Ne, weil, also auch wenn das für mich jetzt keine Bedeutung hat, aber ich weiß, dass der Kram wird halt gehandelt, warum auch immer. Aber so, wenn er jetzt hier nochmal im Framing schließt, gehe ich nochmal rein. Macht er aber nicht, okay. Macht er nicht. Mann. So, ich warte noch mal eine Minute. Ja, besser wäre, also ne, hier unten, wo ich den Long aufgemacht habe, ich hätte den einfach lassen sollen. Und dann irgendwie Stop unter Slow und gut ist, ne, weil das hier ist jetzt alles Mist. So, das war nicht gut gemacht von mir. Ach Mann, ey, schon zwei Fehler hier. Also was heißt Fehler? Gut, ich meine, es ist nichts daneben gegangen, aber gebracht hat es halt auch nichts. Ne? Irgendwie hier 5 Punkte, das ist ja lächerlich. Eine Bewegung von irgendwie 200. Ja, okay, ich lese mal hier die Kommentare. Was? Hellblaue Linien sind besser. Was? Also, da hast du gerade was dazu gesagt, Nelson, ne? Oder war ich da gerade im anderen Film? Ja, aber du warst konzentriert, alles gut. Okay, ja, gerne nochmal. Ich habe dem Nelson nämlich gesagt, er darf mir gerne ganz oft reinquatschen. Dann bin ich nämlich hier nicht der Einzige, der hier die ganze Zeit irgendwas erzählt. Ups, nicht short. So, versuchen wir hier nochmal. Ne, so ganz falsch ist, kann das jetzt hier nicht sein, da long zu gehen. Aber ich trotzdem, ich könnte natürlich auch einfach mit einer kleinen Position. Machen wir es doch mal so. Ich gehe jetzt hier mal Market mit einer kleinen Position rein. So, setz den hier drunter. Also hier 25 ist jetzt auch nicht irgendwie eine Riesenposition, aber sondern auch nur ein Teil, aber es muss mir ja schon irgendwie gefallen, die ganze Nummer. So, einziger Haken ist jetzt, dass wir einen Nachimpuls kriegen könnten. Weil die 15 Minuten um sind, aber da kommt erstmal nicht viel. Und hoffen wir, dass wir den jetzt mal ein bisschen da oben rauskriegen. Nachimpuls heißt, ne, wenn so eine Periode abgeschlossen ist, dann kommt gerne erstmal nochmal ein Impuls in die Richtung, die da halt
schon da ist, ne? Und die ist natürlich alles andere als long, ist halt klar. So, deswegen halt hier mit kleiner Position erstmal. Ja, die kann man ja auch skalieren, wenn man möchte. Ich lasse den hier unten mal erstmal so liegen. Aber ich will halt hier auch nur eine Gegenbewegung. Aber ich habe auch vorhin gesagt, ne, der kann auch hier, gut, jetzt die 908, da hat er jetzt irgendwie noch nichts irgendwie gerissen. Aber der kann die natürlich auch einfach da unten wegdrücken. Ne? Also es kann schon immer noch sein. Das ist gar keine Frage. Deswegen muss man hier echt ein bisschen aufpassen. Das ist 908, okay. Ne? Da würde ich den jetzt mal kurz skalieren. Ein paar Punkte, da ist noch mal irgendwie war noch mal eine Order, hat man gerade gesehen. Hier noch mal Market. Und dann mal gucken, ob wir jetzt noch ein bisschen Gegenbewegung hier kriegen. Wenn nicht, dann geht man halt raus, ne? So, Vortagestief, okay. Ja. Zumindest wird es umkämpft. Hier unten war, wie gesagt, ich habe zwei Orders da unten gesehen. Vorhin die vor 45, jetzt noch mal eine nach 45. Und gehen wir davon aus, dass die uns jetzt hier so ein bisschen helfen, da mal kurz eine Gegenbewegung zu. Da ist sie wieder, ne? Sieht man. Das Ding hier. Dass die echt sind und jetzt irgendwie nicht einfach so brechen. Ne? So, wenn die aber weg ist, ist natürlich ganz schlecht. Ja, scheint aber gedreht worden zu sein oder weggenommen. Auf jeden Fall hat da nichts gekracht da unten. So, es kann jetzt ein bisschen dauern. Ich hätte echt, also, ich mag das Trading hier gerade nicht wirklich, weil ich einfach den Hauptmove verpasst habe. Das ist mir natürlich, es geht mir gehörig gegen den Strich. Und jetzt halt hier versuchen, da noch irgendwas rauszureißen. Ist eigentlich nicht so. Jetzt dreht hier das Framing schon wieder auf Rot. Das ist auch nicht gut. Also, das meine ich eben hier auf Grün gedreht. Auf Bullish gedreht und in der Regel finden Algos das ziemlich klasse. So, deswegen muss ich da jetzt aufpassen, dass der mich da unten nicht abschießt. Und deswegen mache ich die Skalierung hier auch, nehme ich die mal ein bisschen raus, beziehungsweise bringe die mal ein bisschen hier in die andere Richtung. So, auf der linken Seite mein M2. Komm, ich kann den doch mal rausnehmen, da liegt er ziemlich tief. Den gibt es bestimmt irgendwie später besser nochmal. Da. Ja, da kann ich jetzt auch irgendwie, ihr merkt, ich bin konzentriert, deswegen rede ich auch irgendwie nicht die ganze Zeit. Weil ich jetzt versuche, hier natürlich auch keinen Quatsch zu machen. Da stehe ich hier immer noch auf der 908 rum. Das war dieses massive Kauflevel vom Dienstag. Und bauen einfach mal drauf, dass der oder die jetzt nicht irgendwie in Urlaub gefahren ist und noch da ist und da noch ein Interesse hat, das ganze Ding nochmal zumindest zuerst mal halt hier zu kaufen. Ne? Acht, das heißt, wenn, dann muss es jetzt wirklich auch hier kommen, sonst kann man da irgendwann auch einen Haken dran machen, ne? Ja, Andrea ist auch da. Von wegen fein gemacht. Ich habe hier gar nichts fein gemacht. Ich habe den Short verpasst, weil ich eine falsche Limit
im Kopf hatte. Ich hatte 223 im Sinn und aber gestern Abend im Blog habe ich erklärt 219. Na, so viel zu fein gemacht. Fein gemacht kostet mich hier gleich 2000 Euro, wenn es dumm läuft. Ne? So. Also, so, ganz kleines neues Tief darf er mehr, aber halt nicht. Und da muss man halt echt viel tiefer ansetzen, dann bringt das nichts. So, das heißt, das wäre so das Max. Ne? Das wäre so das Maximum und mehr nicht. Und es muss dann auch hier, ne, damit das überhaupt irgendwie Sinn macht, muss jetzt hier schon irgendwie ganz schnell echt auch was kommen, sonst ist das wirklich Quatsch, ne? Dann ist das einfach nur ein teurer Spaß hier. Ja, vor allen Dingen, wenn man das jetzt halt irgendwie, ich meine, ich habe ja noch einen Short hier, ne? Der ist zwar eine Nummer kleiner, liegt aber x-mal mehr vorne, von daher ist das jetzt nicht, hat nicht so die krassen Auswirkungen, ne? Aber schön ist anders. Das ist halt auch klar. Ne? Das geht höchstwahrscheinlich, wenn jetzt nicht endlich da was kommt. Er drückt nur runter. Also man kann ja durchaus so ein Ding ausskalieren. Ne? Bin ich aber kein Freund von. Ich wäre eher schon eher ein Freund davon, hier zu sagen, okay. Ich lasse es und setze noch mal irgendwie tiefer noch mal an. Da kommt einfach nichts, ne? Kommt nichts. Da ist noch die letzte Bastion hier. Hat man gesehen, da ist sie, ne? So. Da wäre nochmal. Aber darunter, das Ding muss dann halten, sonst bringt. Sonst, wenn der jetzt auch noch fliegt, dann tschüss. So. Wird jetzt gekauft oder weg? Ja. Hände hoch. Okay. Akzeptieren, ja? So. Macht keinen Sinn, weil wenn das Ding jetzt auch noch gekauft wird, dann macht er nämlich die 800 voll. Ja, das sieht jetzt erstmal doof aus, ich weiß. Ne? Ja. Gehe ich gleich drauf ein. Da bezeichnet mich gerade jemand als schlechter Trader. Ich werde dir gleich was dazu sagen, mein Freund. So, also, das kann Phishing gewesen sein, deswegen versuche ich den auch nochmal hier, ne? So, weil da unten ist, sieht man ja, ist die Gegenbewegung jetzt ein bisschen deutlicher gewesen. Das heißt, ich gehe hier nochmal mit einem Viertel rein. Und wenn der jetzt halt irgendwie die Geschichte da oben umdreht, würde ich den auch nochmal ausbauen. Ja, das heißt, nur weil der erste falsch war, muss der zweite es nicht auch sein. 54, das heißt, die Stunde muss jetzt auflösen. So. Hier nochmal, größere Order gerade gesehen. So, mal gucken, ob wir jetzt hier noch die Reaktion kriegen, die ich eigentlich hier schon haben wollte. So, der müsste dann natürlich dann von hier aus, wenn er das jetzt halt überhaupt macht, ne?
dann wirklich auch mit Tempo da oben raus. Ich bin gespannt. Also, das ist mir, eigentlich ist mir das zu tief, aber okay. Es hängt hier im H1, sieht man das recht deutlich, zwischen zwei Lows. Das ist schon ganz okay. Aber dann jetzt mit Druck da oben raus und einmal das, was wir jetzt hier in Rot haben, das Framing muss einmal auf den Kopf gestellt werden und dann laufen wir zumindest ein gutes Stück weit hoch im M5. Zum Schluss der Stunde. Wie gesagt, wenn. Wenn. Also eigentlich ist das alles ein Tacken zu tief, ne? So, aber der kann immer noch jetzt über die Stunde immer noch über der 908 schließen. Das sind von hier nochmal 40 Punkte rauf. Hier unten war nichts mehr zu holen, wie es aussieht. Mal gucken, ob das jetzt so bleibt. Also, größere Order hat man hier vorhin auch gesehen, aber er muss halt, wie gesagt, er muss das schon jetzt irgendwie dann auch mit bisschen Bums hier machen, wenn das irgendwas werden soll in den letzten 2 Minuten. Mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall schon insgesamt Druck drauf auf der Nummer hier. Nelson, du bist zu still. Ja, absichtlich. Also ich will dich da Ja, echt nicht ich kann stören jetzt. jetzt, ne? Nö. Ich kann jetzt hier eh nichts machen, außer irgendwie darauf bauen, dass die Geschichte da unten hält. Dass wir das auf den letzten Drücker hier umdrehen. Ja, weil viel Anhaltspunkt habe ich hier noch nicht. Ne? Das ist immer noch hier auf Rot, die ganze Geschichte. Aber ich sehe halt hier, ne, das sieht man auch hier, wenn man einfach mal so einen kleinen SMA nimmt, der fängt sich an zu biegen. Und das mache ich eigentlich immer schon ganz gerne, die Dinger dann halt nehmen im M1 und M2. Das Framing könnte jetzt gedreht werden. Also im M1, wenn das auf Grün steht, dann kriegen wir auch höchstwahrscheinlich noch direkt einen dran. Und dann laufen wir ebenso höchstwahrscheinlich nochmal hoch, da wo wir hergekommen sind. Außerdem hat Ingolf den Grund genannt, warum ich so ruhig bin. Ich zähle meine Gewinne, so schreibt er. So, hier ist ein Short, der will gekauft werden. Okay, mal gucken, ob das reicht. Mal gucken, ob das reicht. Yep. Da kommt wieder ein bisschen was. Hättest du ein Ziel für diesen Trade jetzt, oder? Ja, die Value Area, ne? Die Value Area. Also erstes natürlich hier oben erstmal das Vortagestief nochmal. Das wäre mal so das allererste. Mal gucken, ob das was wird.
Aber wir gucken jetzt natürlich jetzt auch die 908 von unten an, von daher auch nicht so ohne. Da muss schon ein bisschen was hinterherkommen jetzt, ne? Ich warte eigentlich die ganze Zeit auf die Frage, ob du die Moving Averages beachtest und falls nicht, wieso du die im Chart hast. Doch, klar. Also, ne, ich sehe halt hier, er läuft gerade gegen den, ist jetzt nur der M1, ne, aber läuft ja gerade gegen den SMA 20 im M1. Hat aber halt hier eben, ne, im Kleinen dreht er das Ding unten um. Was mir nicht gefällt, ist die Stunde, ne. Nicht, dass es jetzt hier einfach nur nochmal eine Bestätigung von unten war. Ich muss hier Risiko rausnehmen, das bringt nichts. Die Reaktion ist ein bisschen zu heftig. Außer wir kriegen jetzt noch mal was nach oben, dann okay, aber ansonsten ist das hier irgendwie noch nicht wirklich gut. Ja, außer er setzt sich jetzt nach oben durch, okay. Aber ansonsten kann man das hier ja vergessen. Guck mal, habe ich hier irgendwas übersehen? Ja, gut, ne, das halt hier, ja, könnte man als Wirkungsumkehr deuten. Muss es jetzt nicht zwangsweise sein. Aber wenn der jetzt wieder rot dreht, dann Haken dran. Das macht keinen Sinn. Dann muss man halt irgendwie tiefer ansetzen. Ne? So, erstmal raus. So. Weil das hat gerade gar keinen Sinn. Ne, was man jetzt halt gesehen hat, im Endeffekt jetzt erstmal nur die 908, also hier diesen alten Support als Widerstand. Also. Ich gehe mal kurz auf einen Kommentar, auf den Kommentar ein. Ne? Ich versuche das mal ganz sachlich. Hat vorhin jemand gemeint, ja, ich versetze den Stop nach Lust und Laune. Ich wäre ein ganz schlechter Trader. Also, meine gesamte Position, also folgendes: Was ist CAV? Ja, also, muss man eigentlich mal ein bisschen weiter ausholen. CAV ist eine theoretische Zahl, nicht mehr, nicht weniger. So, was ich mache, ist, ich skaliere. Und das heißt, ich gehe, ich habe zum Beispiel hier eine maximale Kontraktanzahl von 75, ne? Oder im schlimmsten Fall 100 Kontrakten. So, wenn ich also mit 25 Kontrakten anfange und dann habe ich ja erstmal, also dann kann ich ja einfach unten nachkaufen, bis meine 75 voll sind, und kann, oder bis meine 100 voll sind und kann ja dann halt auch logischerweise den Stop ja auch mitziehen, wenn ich einen Grund dafür habe. Und der Grund dafür war ja halt eben das Orderbuch, was man ja ganz deutlich gesehen hat, dass da halt immer wieder Käufer reingekommen sind, ne? Und ich habe meinen Stop genau nach diesen Levels angepasst und deswegen ja auch zum Schluss so da gesessen, Hände hoch, weil ich gesagt habe, nee, das ist die letzte Bastion, ich sehe den Käufer, wenn der aber nicht hält, bin ich auch raus, ne? Und dann nehme ich ja auch den Verlust ja dann auch in Kauf und das ist halt ja auch wichtig. So, das heißt aber auch, wenn ich zum Beispiel meinen Stop versetze, ich habe ja dadurch, dass ich halt hier nur mit zwei Drittel oder auch nur der Hälfte überhaupt drin war, spielt das ja gar keine Rolle. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit dem CAV jetzt halt irgendwie argumentieren will, ne, weil das ist ja eigentlich die Uridee vom Stop. Wenn ich aber unten ja nachskaliere und unten nachkaufe, und dann kann ich meinen CAV ja ändern. Ja, also man darf natürlich nicht den Fehler machen nach dem Motto, ja, ich gehe einmal voll rein und dann verziehe ich den Stop. Das ist Quatsch, ne? Aber wenn man halt skaliert handelt und hat man ja dadurch, weil man das ja halt eben dann so machen kann, hat man eine wesentlich höhere Quote, wesentlich höher, ja. Und von daher, wer da sagt, schlechter Trader, da muss ich sagen, ja, du bist ein Anfänger, wenn du das glaubst. Das muss ich mal ein bisschen auch hier, glaube ich, zurückschießen, ne? Also ich mache das ja hier nicht zum ersten Mal, aber Skalierung, man hat es schon so oft gesehen, ne? Dass das halt einfach so das Mittel der Wahl ist einfach, ne, um sich im Markt halt irgendwie zurechtzufinden. Und weil es halt einfach super oft einfach halt echt viel bringt. Und genau das, weil ich weiß ja nicht, ne, auch zum Beispiel, mal angenommen, ich bin auf der Oberseite, habe ich gestern auch wieder, ne, was heißt gestern, jeden Tag. Man geht irgendwo short und dann merkt man, oh Mist, verdammt, ne, jetzt habe ich hier die Position, aber der Markt will,
wahrscheinlich dann doch noch irgendwie 20 Punkte höher. Okay, dann habe ich ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, ja gut, ich lasse meinen Stop da liegen und fliege dann genau bei 20 Punkten raus. Oder ich nehme das Risiko raus und gehe bei 20 Punkten, erhöhe ich mein Risiko nochmal. Verschiebe dann immer den Stop, löse dann auch in Teilen wieder auf und schiebe so meinen Break-Even halt immer höher, ja. Und so mache ich das ja. So, hier hat sich jetzt ja nur nicht die Gelegenheit wirklich geboten, das so zu machen, weil halt eben zu wenig Rücklauf gekommen ist. So, aber wenn man sich das bei mir mal öfters angucke, wie ich das mache, das habe ich schon so oft hinbekommen. Und das ist halt für mich einfach so die, ich finde halt Money, also wenn es sowas wie einen Heiligen Gral gibt, dann liegt der im Money Management. Und das, so kann man das machen, ja. Und jetzt hier auch, ne, zu dem, ich muss es dann gleich doch mal, glaube ich, zeigen, bevor hier jemand in Ohnmacht fällt, weil das jetzt nicht gerade wenig Geld ist, ist klar, ne? Also auf den Account bezogen ist es okay. Aber halt, das ist jetzt auch irgendwie, ich habe allein heute Morgen im DAX schon mehr drin gehabt, als ich jetzt hier rausgenommen, mit einem einzigen Trade in 20 Minuten, der auch live war. Und von daher, das ist wirklich, also wer wirklich glaubt, ne, dass halt, dass man den Markt, also ich kenne ganz wenige, sagen wir es mal so, die es können. Ich glaube, ich kenne nur einen, der das kann. Der irgendwie der arbeitet auch nicht mit festem Stop. Der eskaliert auch. Nein, nicht mal der. Also Andreas, du bist gemeint, ja. Du gehst ja auch oft hin und verschiebst da mal und aber das ist ja nicht irgendwie beliebig. Wenn man beliebig den Stop in der Gegend rumzerrt, dann hat man keine Ahnung, was man tut, wenn man seinen Exit nicht kennt. So, ich kannte meinen Exit und das ist einfach der Riesenunterschied. Und ich muss das wirklich ganz deutlich und krass von mir weisen, diese Behauptung, und weil es halt einfach Quatsch ist. Ja, also wer wirklich glaubt, man kann irgendwie halt mit einer vernünftigen Quote recht erfolgreich handeln, wenn man irgendwo an einer Stelle reingeht und seinen Stop zieht, im Scalping wohlgemerkt. Wir reden nicht über Swing Trading, ja, wo man irgendwie, keine Ahnung, 200 Punkte Stop hat. Darüber reden wir nicht. Wir reden über Scalping. Und im Scalping muss ich reagieren. Und zwar schnell reagieren. Und da kann ich natürlich nicht irgendwie permanent irgendwie einfach dagegen halten und den Stop in der Gegend rumschieben, weil mich der Markt im Zweifelsfall dann halt auch ganz schnell frisst. Ne? So, und das ist ja halt ein ganz anderer Move als jetzt dann zum Beispiel dann halt eben beim Swing Trading. Da habe ich es ja mit ganz anderen Bewegungen zu tun. So, bevor ich mich jetzt aber hier zu viel verquatsche, muss ich auch noch mal kurz auf meinen Trade hier aufpassen. Ne? Also während ich das erklärt habe, sind ja auch hier gerade noch mal ein paar Euro dazugekommen, wie man sieht. So, jetzt mal gucken. Ich würde schon gerne halt die Value Area halte ich für erreichbar. Im 15 Framing, da muss er natürlich jetzt ein bisschen Gas geben hier, ne? Das ist halt klar. Da muss jetzt schon ein bisschen was kommen. Value Area, so, mal hier skalieren, wo wir da überhaupt sind. Oder hier oben VWAP. 33.024. Ne? Muss er jetzt natürlich hier über die Hochs drüber. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht so ganz einfach. Aber schauen wir mal. Ne? Mal gucken, ob das gelingt. Also, ne, ist jetzt auch natürlich nur korrektiv in dieser ganzen Bewegung, ist klar. Aber wie auch letztens hat der Heiko gemeint, ne, wenn jemand so eine Kerze in den Chart stellt, ne, dann macht er das nicht aus Spaß, sondern dann macht er das, weil er das ernst meint. Jetzt noch steht sie nicht, ne? Aber das sieht jetzt nicht aus, als wäre das nicht ernst gemeint. Also dafür ist es auch gerade zu sehr mit Nachdruck darauf. Wir laufen jetzt hier auch erstmal sauber im Framing M1 wieder. Kleben hier an dem Widerstand. Und wenn der durchgeht, ne, dann ist doch alles fein. Und wenn nicht, man kann auch hier einfach rausgehen. Ne? Keine Frage. Aber ich würde schon mal gerne irgendwie die 5 Minuten hier abwarten. Mal gucken, wie die irgendwie schließt. Weil ich finde, im M2 hat zum Beispiel sieht das schon sehr deutlich aus. Ist natürlich jetzt ein bisschen risky, ne, sich hier gegen dieses Korrektive hochzustellen. In einer ziemlich großen Abwärtsbewegung, das ist schon klar. So. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir das ganze Ding hin. So, die steht relativ stabil, würde ich mal behaupten. Da im Markt drin. Das heißt, relativ hoch geschlossen. Der kann jetzt auch eine Gegenbewegung machen. Die kann auch bis an den Anfang von den 5 Minuten gehen. Jetzt käme dann wieder die Stelle, wo ich meinen Stop beliebig verschiebe. Das wäre nämlich die 876. Das ist nämlich hier unten. Ja, da gehört er nämlich jetzt eigentlich hin.
Und das wäre dann auch wieder die Stelle, wo ich sage, ja gut, dann mach doch, ja. Aber er klebt da gerade an den Hofs fest. So, wenn er jetzt da oben eine Range macht, irgendwie im kleinen Timeframe, und dann hat das Aussichten auf Erfolg, dass das da oben durchgeht. Ne? Zu viel korrigieren ist nicht gut, aber wenn der es jetzt direkt da oben dran klemmt, dann geht er höchstwahrscheinlich auch durch. Dann habe ich wieder so eine komische Linie im M15 hier, sehe ich gerade. Hat aber das Hoch hier schon mal ausgelotet. Schließen aber auch hier wieder immer im M1 über dem Vortagestief. Aber ich finde, es bringt jetzt halt auch nichts irgendwie. Also das war ja irgendwie gerade da schon ein Drittel von dem, was der andere vorhin gekostet hat, wieder im Plus. Ich bin aber halt auch kein Fan davon, ne? Irgendwie einen Entry, der jetzt so schlecht hier nicht ist, und eine Chance zu verschenken, nur weil ich jetzt irgendwie Angst habe, der könnte noch mal in die Hose gehen. Halte ich für falsch. Ne? Auch wenn der hier jetzt irgendwie dagegen Widerstand läuft. Aber halt auch gerade ziemlich sauber. Ne? Und das meine ich, wenn der oben so eine Range macht und die sich jetzt nach oben dann auch weiter bewegen sollte. Weil da kommt ja nach unten gerade erstmal nichts mehr. Ne? Da kommt gerade nicht so wahnsinnig viel. Das heißt, den könnte man tatsächlich auch hier oben drüber wahrscheinlich nochmal einfangen und dann auch nochmal verlängern. Muss man sich dann gleich angucken, wie sich das Ganze darstellt. So, jetzt kommt die Attacke. Das meine ich hier, sauberes Framing, stützt sich sehr sauber da oben in der kleinen Range ab. Und jetzt mal gucken, ob wir den nicht noch ein Stück höher kriegen und dann eben zumindest hier bis zum Bebop da hochkommen. So, schließen im M1 drüber. So, hier wäre der nächste kleine Peak, da muss man ein bisschen aufpassen an der Stelle. Aber generell sieht er doch jetzt erstmal nicht so falsch aus, ne? Auch hier wieder, ne? Stellt sich jetzt über den Widerstand, auch hier ganz sauber. Ne? Also hier im Tick quasi von der anderen Seite bestätigt, muss dann jetzt auch am Stück durch, wenn das was werden soll. Also hier wäre da wäre der letzte Widerstand hier in der Aufwärtsbewegung selber. Hier ist der alte Widerstand in der letzten Abwärtsbewegung. Komm, mach's einfach. Einfach rauf. Ich lasse den hier mal jetzt, ne, ganz eng. Weil man sieht ja, das bewegt sich ja hier nur im Tick gerade so irgendwie ein bisschen rauf und runter. Und der muss das schon irgendwie am Stück machen. So, wenn nicht, okay, dann erstmal raus. Und dann mal gucken, wie er reagiert, wie er korrigieren will. So, ne? Weil er hätte das hier oben schon, finde ich, am Stück durchziehen müssen. Und aber jetzt ist es erstmal angetäuscht. So, und da sieht man, ne? Da ist der Verlust von vorhin gar nicht mehr so schlimm. Auf einmal, ne? So. Also. Wahrscheinlich ist aber der Kritiker von vorhin gar nicht mehr da. Ist er noch da? Dem ich da gerade eine Ansage gemacht habe. Aber sorry, manchmal muss man auch mal deutlich werden. Weil das Ding ist halt auch das, ne? Natürlich geht es mal daneben, ist doch logisch, ja. Also ist doch klar. Ich finde halt immer nur so, ihr müsst doch mal von einem ausgehen. Wenn doch irgendwie, das muss ich ja wirklich mal so sagen, wie es ist, wenn doch irgendwie die Mehrheit ständig verliert, ja,
Wonach handeln die? Nach allem, was in Lehrbüchern steht. Wer sagt denn? Wer erdreistet sich denn, die Behauptung aufzustellen? Ja, jetzt kommt er hier noch, ne? Aber ich lasse ihn jetzt mal machen. Wer erdreistet sich denn, die Behauptung aufzustellen, man darf einen Stop nicht verschieben? Wer ist das? Ja. Also, man müsste ja irgendwie jeden dahinter fragen und sagen, okay, dann zeig mir, wie du handelst. Ja? Zeig mal, zeig mal. Zeig es mir 100 Mal und dann gebe ich dir recht. Ne? Aber es gibt so Sachen da draußen, ne? Die sind halt einfach Mumpitz. Also zum Beispiel dieses ganze CHV-Gefasel. Ne? Das ist irgendwie, CHV ist doch nur so ein theoretisches Ding. Ich mache irgendwo ein Trade auf, habe ein Risiko von, sagen wir mal, 20 Punkten und einen möglichen Profit von 40. Also erstmal, da muss man ja kein Genie sein, um zu erkennen, mathematisch ist die Wahrscheinlichkeit 2 zu 1, dass ich fliege. So, das ist schon mal das erste Problem mit dem CRV. Das heißt, klingt total toll, ne? Ich riskiere 1%, verdiene 2. Ist Trading ja ganz einfach. Nee, das Problem ist, ich werde doppelt so oft, wegen diesem CRV-Ding, doppelt so oft rausfliegen aus dem Markt. Ganz klar. Das heißt, man müsste eigentlich genau umgekehrt machen. Man müsste 2% riskieren, um 1% zu verdienen und hätte die doppelte Wahrscheinlichkeit. Und deswegen, alles, was mit dem Stop zu tun hat, ne, und auch skalieren, das macht den, oder auch selbst wenn ich nur, ja, ich ziehe meinen Stop auf Break-Even, meistens ein Fehler, ne? Vorhin hier ja auch. Ich hätte wesentlich mehr Punkte mitbekommen, wenn ich den da unten einfach mal gehalten hätte und wäre da oben erstmal raus. Es ist fast immer ein Fehler, aber auch ich mache den, weil das sind so Sachen. Warum zieht man einen Stop auf Break-Even? Weil man Angst hat. Kann man doch nicht anders sagen. Weil man Angst hat, ne? Und warum soll ich nicht zum Beispiel halt meine Wahrscheinlichkeit dadurch erhöhen, dass ich halt erstmal den Trade mit einem Viertel starte? Habe ich heute Morgen mit dem DAX ganz genauso gemacht, ne? Hat man auch gesehen, bei Facebook habe ich das Bild noch gezeigt. Auch noch gemacht. Da habe ich halt auch, ich bin mit einem Drittel gestartet, ne? Eigentlich auch nur ein Viertel. Bei dem Konto hier ist mal, habe ich 120 Kontrakte im Maximum. So, sage ich mal einfach, nenne ich mal Zahlen. Ich habe mit 30 habe ich den ersten gekauft, ne, auf Verdacht. So, dann hat er reagiert. Dann kam der nochmal dahin, nochmal reagiert, da habe ich nochmal 30 draufgegeben. Und dann oben über das High habe ich dann halt nochmal 30 draufgegeben, als er den Ausbruch bestätigt hat. Beim ersten Widerstand 30 nochmal raus. Break-Even habe ich, den Stop habe ich noch gar nicht gezogen da. Und dann erst später, als er das Framing aufgebaut hat, habe ich den Stop hinterhergezogen. Das Ding ist bis zum Vortageshoch und fertig. Und klar hätte man das auch irgendwie mit einem CRV-Ding machen können, ne? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Also von daher schwierig. Aber gut, ja, der Shorty ist, glaube ich, eh raus, da kommt nichts mehr. Schade. Im Austeilen gut, im Einstecken nicht. Okay. Nee, also der Ingo schreibt doch hier, du musst dich nicht erklären. Doch, mache ich schon, ne? Weil ich mache das ja nicht, um irgendwie hier, weil ich mich angegriffen fühle, das ist Quatsch, ne? Sondern weil das halt einfach so dieser ganze Skalierungsvolks, ja, das ist ja halt irgendwie für mich einfach das Nonplusultra, ne? Weil damit kann man halt einfach echt was reißen. So, hier habe ich ja gesagt, da will ich hin, ne? Also wer den noch drin hat, ich bin hier vielleicht ein bisschen knapp raus, aber trotzdem war für mich jetzt okay. Das Framing im M2 scheint irgendwie sauberer zu sein. Deswegen habe ich die auch beide hier auf. Das sieht man ja, ne? Der hat von da unten hochgezogen, direkt über den SMA 20 drüber. Das Ding biegt sich nach oben und hier bleibt er sauber im Framing. Und das heißt, danach würde ich jetzt dann auch irgendwie den neuen Short dann irgendwie ja auch orientieren, weil da wird das wahrscheinlich als erstes brechen. Wobei der M1 ja auch, ne? Auch sauber. Alles grün. Ja, stimmt. Okay. Ja, hätte man auch machen können, ne? Aber gut. So, also die Value Area war mein Target. Das wäre dann hier, sehe ich das richtig? Ah, nee, wir sind schon drin, okay. Beziehungsweise die hat sich jetzt gerade verschoben, ne? Von daher ist die nicht mehr wirklich relevant. Okay, aber dann halt hier die letzten Supports, die wir haben, da, ne? Bei 33.050. Aber das war es noch nicht, ne? Ich sage gleich noch was zu der Einschätzung. So. Nee, also der war, glaube ich, echt gut, ne? Der erste. Naja, okay. Das ist halt manchmal so.
und gehört dazu. Ne? Nelson, wie siehst du das? Ich sehe das so, dass du seit 6 Jahren immer wieder zeigst, dass du A, überhaupt erstmal die Grundlage, dass du auf ein Live-Konto handelst. Ich glaube, in den 6 Jahren hast du zweimal es nicht gemacht, aber aus technischen Gründen. Und du erklärst immer, was du machst, auch das seit 6 Jahren. Ich weiß nicht, wie viele Videos wir schon zusammen machen. Und wenn man deinen Äußerungen heute nicht glauben mag, dann mag doch bitte die über 200 Videos sich anschauen und kann sich vergewissern, dass Dirk das immer so macht und gemacht hat. Von daher, Kommentare werden hier nicht gelöscht, weil ich das auch hier gesehen habe. Jeder kann seine Meinung äußern, muss aber entsprechend aber auch mit der Antwort rechnen. Ja, vor allen Dingen eine Antwort auch vielleicht mal anhören, ne? Aber gut. Wenn man dann halt irgendwie nicht zuhört, dann okay, dann kann ich das auch nicht ernst nehmen. Nein, so, was sind das für grün-rote Kisten hinter dem Chart? Das ist das Framing, ne? Also ich habe es vorher mal gesagt, also ich habe dem Ding einen neuen Namen gegeben. Ich habe es vorher mal Struktur genannt, aber ich finde Framing, weil er halt eben sich hier im Rahmen bewegt und weil man damit den Markt immer extrem gut eingrenzen kann. Das ist nichts anderes als Außenstäbe. Nichts sonst, weil man halt einfach immer wieder sieht, dass der Markt genau damit halt einfach wirklich sauber läuft. Ne? Und vor allen Dingen Squeezes laufen damit immer. Ausbrüche hier auch. Ne? So, ich habe den jetzt hier leider schon beendet. Ich hätte ihn ruhig ein bisschen durchhalten können, dann, aber ist okay. Weil Squeezes laufen halt so. Ne? Und das ist jetzt ja auch nichts anderes als ein kleiner Squeeze, der jetzt hier mal am Stück läuft. Und der wird dann vorbei sein, wenn das Framing sich ändert. Ne? Also hier im M5 ist natürlich brutal. Also das heißt, da müsste ich ja irgendwie ganz rauf bis auf die 146. Das glaube ich jetzt nicht, dass er das irgendwie in einem Aufwasch hier macht. Und sondern dann halt, wenn er es überhaupt macht, dann halt in ein paar Etappen. Ne? So, und das heißt, ich gucke jetzt hier drauf. Auch zum Beispiel hier sieht man jetzt einfach, die Extension vom Framing liegt halt hier oben drüber. Also die 5,8, das wäre jetzt halt auch passend hier mit einem kleinen Spritzer über die Lows, weil der andere Ansatz, also ich handle ja nicht nur nach dem Framing, sondern anderer Ansatz ist halt eben auch die Wirkungsumkehr. Und hier hatten wir einen Support und Support wird in der Regel zum Widerstand. Deswegen würde ich jetzt hier erstmal dagegen halten, wenn er jetzt da hoch springen sollte. So, da sind wir. Noch nicht gefüllt. Ne? Das ist jetzt ein Limit-Pullback-Order. Das heißt, wenn der jetzt höher zieht, zieht er die Order mit. Und ich kriege halt hier, das ist eine Funktion vom Stereo Trader, ich kriege halt hier auf jeden Fall jetzt einen besseren Fill. Ne? Weil der zieht jetzt, sollte er jetzt irgendwie einen Abschluss-Squeeze dahinlegen, sind wir ganz oben dabei. So, okay. Aber erstmal ein paar Punkte. Das heißt, das wäre jetzt auch erstmal nur. Ein Skype, den muss man jetzt irgendwie nicht lange durchhalten, sondern den würde ich mir jetzt einfach mal angucken, was er da treibt. Ne, weil das ja ganz bis rauf zieht am Stück, glaube ich jetzt noch nicht. Ne? Aber auch das hier erstmal wieder nur eine Viertelposition. Ne, und dann mal gucken, ob der sich lohnt, wenn man den halt ein bisschen größer macht. Das weiß ich halt noch nicht. Ne? Aber halt hier, was mir jetzt halt gefällt, auch, ne, ist immer wieder bei den Kästen, dass er halt eben hier nicht drüber läuft. M2 das gleiche in grün, oben genau dran, erstmal nur. Reaktion ist da. So, und jetzt müsste es halt nach unten dann halt brechen. Das heißt, hier könnte man jetzt, wenn man wollte, ich halte es ein bisschen früh, direkt nochmal einen unten dran geben. Also quasi unter dem Kasten dann quasi, ne? Bei Gelegenheit mal bitte erklären, was du mit Framing meinst. Außenstäbe. Das sind nichts anderes als Außenstäbe, die wir hier sehen. Er drückt gerade schon so ein bisschen arg. Dann jetzt doch nochmal da oben rum. Das muss man mal gucken. Ne? Also nicht, dass das hier jetzt irgendwie so ein Squeeze wird, der halt noch ein Stück höher wird. Das wäre natürlich dann ein bisschen doof, aber dann kommt man oben auch nochmal rein. Aber deswegen bin ich halt immer ein Freund davon, ne? Erstmal klein zu starten. Ne? Und dann kann ich nämlich überlegen, okay, dann gehe ich dann jetzt erstmal raus oder macht's, lohnt es sich, den festzuhalten? Setze ich höher nochmal an, skaliere ich den, ne, und baue mir den dann halt eher nach unten dann halt aus. Das finde ich halt eigentlich immer so ein bisschen besser. Ne, auch hier handle ich jetzt erstmal gerade gegen dieses Framing, gegen den Squeeze. Ne?
So, muss man halt auch klar sagen, aber wir sind halt übergeordnet hier in Rot unterwegs. Von daher, das kann schon Sinn machen, ne? Aber der kann natürlich jetzt auch die ganze Geschichte noch ein Stück weiter raufzerren und da muss man halt dann überlegen, was man da halt macht, wie man damit umgeht. In 5 Minuten haben wir Eröffnung. Ach ja, okay, so lange wollte ich ja gar nicht machen. Okay. Habe mich ein bisschen verquatscht hier, ne? Mich ein bisschen verquatscht. So. Eröffnung sage ich ja dann auch gleich noch was dazu. Also 33, 100, da muss ich mich jetzt auch mal ein bisschen orientieren. Ne? Also er steht halt echt schon wieder brutal hoch. Ne? Ich würde ja fast tippen, dass wir halt doch noch irgendwie ein neues Tageshoch sehen und dann nochmal runterlaufen. Ne? Aber gut, das ist jetzt erstmal nur eine Vermutung. Warten wir mal ab, wie es dann am Ende wirklich wird. So, also wie gesagt, ne, den hier mache ich nicht. Also vielleicht ein Fehler, ich weiß es nicht. Aber dafür sind wir momentan noch ein bisschen zu sehr für meine Begriffe im Aufwärtsdruck, um da jetzt direkt Short dagegen zu halten. Den würde ich dann machen, also so eine Verlängerung, wenn er halt eben deutlich dann unten raus drückt, ne? Also zumindest schon mal einmal gemacht hat. Und das hier wäre jetzt das erste Mal, von daher glaube ich nicht so wirklich eine gute Idee. Weil ob der jetzt auch hier bricht oder nicht, weiß ich nicht. Sieht zwar erstmal so aus. 2, 3, 1, okay, durch. Ne? Das heißt, Reaktion ist da. Laufen jetzt dann wahrscheinlich einfach hier ein Stück weit zurück, hier zum VWAP oder halt eben auch nur hier darunter oder halt zum SMA20, keine Ahnung. Ne? Aber halte ich erstmal für entspannt. Also die Reaktion jetzt hier erstmal fertig zu machen. Genau, also diese Außenstäbe, dieses Framing, das ist aus einem Add-on vom Live-Chart. Live-Chart ist ein Add-on von mir und das ist ein zusätzlicher Indikator, der dabei ist. Live-Chart ist ja halt, ne, so, dass man die Levels, die ich im Chart habe, in seinen Chart halt kopieren kann. Ne? Das ist Live-Chart. So, kaum mal ein bisschen mehr da unten runter. Ach, jetzt haben wir die Eröffnung, die will ich eigentlich gar nicht machen. Wie? Ich bereite gerade mein Intro vor. Nein, ich muss irgendwie, ich muss heute noch was anderes machen, zum Beispiel Bier trinken mit dem Timo, der gleich noch Da haben sich vorbeikommt. zwei wieder gefunden. So, hier kann man natürlich jetzt absichern, ne? Das ist halt klar, da muss man jetzt nicht aussitzen, sondern gucken, ob wir da noch ein paar Punkte runterkriegen. Wir kleben halt hier jetzt am SMA 20 im M5, das ist jetzt, glaube ich, erstmal nicht relevant, zumal der halt eh nach unten hängt. So, komm, gib mir ein bisschen. Ach, ich habe hier falsches. Ah, ne, doch, passt. Okay. Ja, gut, okay. Der war doch sauber. Gut. So als erste Reaktion. Ne? So, jetzt haben wir wenigstens noch ein bisschen was hier wieder gut gemacht. Ein bisschen was fehlt noch, aber ich kann ja mal irgendwie hier reinklicken, da sieht man es ja auch. Timo ist schon unterwegs, hör mal, der ist durstig. Ja, ne, da ist alles nicht mehr so schlimm. Da kann ja mal einer daneben gehen, ne? Also hier auch gestern nur geskypt auch, ne? Okay. Gut. Alright. Gut. Gut. Mehr kann ich jetzt erstmal, also zum Live-Trading nicht sagen. Ich, ne, so Resümee, boah, Short verpasst, ne? Das ist natürlich eigentlich so das Hauptding. Ne? Also wie gesagt, ich habe hier meinen Swing noch, mit dem bin ich auch total happy. Ne? Alles gut und schön, nutzt euch aber nichts. Ne? Also, aber euch nutzt natürlich was, dass ich das ja eben gestern Abend beschrieben habe. Und von daher sollte da ja alles gut sein. Also nochmal kann ich das kurz zeigen, was ich dazu meinte. Ne? Also hier 219, gestern Abend beschrieben, da soll er hin und dann die Reise runter machen. Ne? Und das hat er gemacht. Ja, also nicht von hier, sondern von da. Das ist ja, brauche ich ja hier nur zu aktualisieren, dann sieht man es ja. So, wie war es? So, das war das Bild von gestern Abend, was ich gezeichnet habe. Ne? So, Na gut, dass ich genau mein da Limit bei unten. 18 hatte. Ja.
Das ärgert mich natürlich brutal, ne? Und da unten jetzt den Long einzufangen, ist natürlich dann schwieriger. Das ist halt auch klar, ne? Deswegen ging auch der erste jetzt mal kurz daneben. Der zweite ging dann auf. Der wäre auch noch weitergelaufen. Jetzt der Short Trade dagegen ist auch aufgegangen. Also von daher, ne? Alles gut. Was heißt fast alles gut, ne? Aber so, das ist halt das Resümee, ne? Was? Ich bin natürlich jetzt nicht happy. Das ist halt klar. Also, was macht die Kasse, ne? 15:30. Was wird die Kasse treiben? Man sieht es ja gerade schon, ne? Es spuckt irgendwie so rauf, runter in der Gegend rum. Der hat sich jetzt natürlich, also der hat jetzt hier mit dem Framing ganz klar zu tun, ne? Das heißt, in der Stunde ist das Ding jetzt endlich auf Short. Wir sind unter diese Lows drunter. Ich denke auch immer noch, dass die Geschichte hier kommt, ne? Dass wir die schon noch voll machen. Ob jetzt die Stunde überhaupt schafft, ganz darauf zu laufen, das steht auch mal auf dem anderen Blatt, ne? Also nochmal auf den Anfang von den NFPs. Das weiß ich halt eben nicht, ne? Ich würde fast tippen, nee, ne? Also vielleicht knapp davor. Also nochmal die 150, weil eigentlich ging die ganze Geschichte hier immer nur darum, dass der halt die Hochs rausnimmt vom Dienstag. So, und da ist er gerade genau dran gelaufen. Ne? Sieht man jetzt hier nicht so? Kann ich das Ding hier klicken? Funktioniert das? Ja, das versucht es mal gerade ein bisschen deutlicher zu machen. So, da ist es, ne? Da ist der gerade ganz genau dran gelaufen. Lass dich greifen. Wo ist er denn? Warte, ich muss hier mal kurz ausschalten. Ist er da? Schon wieder nicht. Abenteuerlich, irgendwie hier. Er versteckt sich da hinten. Ah, da sind wir, ne? So, das heißt, das war eigentlich die Aufgabe der letzten Tage. Da dran zu laufen, an die Hochs. Und da ist er gerade auch genau hingelaufen. Von daher sieht das erstmal so aus, als würde die Reise schon noch nach unten irgendwie fortsetzen. Ne? So ein bisschen mehr und ein bisschen deutlicher. Also vielleicht läuft er auch noch mal irgendwie ein Stück weiter hoch, aber ich glaube nicht, dass wir das Bild nach Long drehen. Ich habe zwar gerade gesagt, ne, ich halte es fast für möglich, dass wir noch mal ein neues Tageshoch kriegen, glaube ich nicht. Sondern eher wird die Geschichte hier da noch so ein bisschen hier beackert und dann sollte der nachher aufgeben und dann sollte er das Gebilde nach unten auflösen und dann endlich mal auf 33.800 laufen oder auch gerne auf 32.800 oder 32.700. Das wäre so meine Gesamteinschätzung für heute. Also ich meine, ich habe es ja auch generell irgendwie in dem Blog ja schon rauf und runter erklärt. Aber jetzt hier für die Kasse nochmal ganz kurz gucken, da bin ich im DAO. Ne, war auch gut, hier erstmal rauszugehen, wie man sieht. Passt erstmal, viel mehr Punkte wären jetzt auch nicht mehr rausgekommen. Ja, gut, ein paar noch, okay. Ne? Aber auch hier, also das will ich halt einfach im Auge behalten. Weil wir machen gerade nichts, außer die 5-Minuten-Kerze von der Öffnung zu korrigieren. Sonst gar nichts. Ne? Und spricht überhaupt nichts dagegen, dass wir gleich nochmal ein neues Tagestief da halt machen. Also mit Long wäre ich da halt irgendwie hier oben so ein bisschen vorsichtig. Wie gesagt, klar kann der halt versuchen, auf der Oberseite noch was zu reißen. Aber alles bis darauf jetzt eben zu der 14:30 Uhr Eröffnung ist Short im Zweifelsfall. Also alles irgendwo auch im Mittelfeld ist für mich nichts Long. Ne? Also auch wenn wir hier sowas jetzt mal sehen, alles gut und schön, ja. Heißt aber nicht, dass der jetzt da oben weiterläuft. Der kann genauso gut gleich hier unten stehen. Ja. Also fände ich sehr merkwürdig, wenn der Markt heute irgendwie tatsächlich ohne die 32.800 abgeholt zu haben, da nochmal nach oben kommt. Weil ich glaube, erst muss er unten mal fertig machen. Ne? Gut, also schön. Ich lese hier die Kommentare. Der Uwe schreibt mit deiner Hilfe 250 Punkte plus schön. Und wie gesagt, schön auch alle, die gestern beim zugehört haben, beziehungsweise ja doch zugehört haben und geguckt haben in meinem Blog, wo ich es ja erklärt habe. Klar, die Strecke fehlt mir jetzt natürlich hier mit einer großen Position, ist halt klar. Ne? Weil dann wäre ansonsten unten Long auch nicht schlimm gewesen. Ja, so ist es halt ein bisschen doof. Ne? Also jetzt hier mit einem kleinen Minus dann halt am Ende rauszugehen. Aber alright, so ist es halt, gehört halt dazu. Ne? Ich mache den einfach gedanklich. Also, wenn ich meinen Swing, der ist noch mit 15 Kontrakten da drin, wenn ich den dazu rechne, gedanklich war es eine Nullnummer. Aber okay, das hilft ja keinem. Ne? So, aber Hauptsache, ihr habt alle Geld verdient. Das ist gut. Das ist sehr schön. So, ich lese hier nochmal die Kommentare. Der fällt jetzt mit der Eröffnung. Ja, ne, habe ich dir gerade gesagt. CRV habe ich auch was dazu gesagt. Warum soll er nicht wieder bis 33.220 laufen? Warum sollte er? Das ist doch die Frage. Wir sind doch hier im Framing ganz klar runter.
ne, ich habe, so, guck mal, was habe ich gerade gesagt? Hier, guckt es euch an. Da war er da oben. Da habe ich gesagt, das heißt ja nicht, dass der weiter rauf rennt. Der kann auch gleich wieder da unten stehen. Hier, guckt es euch an. Das war gerade. Es gibt keinen Grund, ja, weil das Ding ist, im Framing einfach short unter, also beziehungsweise die ganze Struktur, der Wochentrend, es ist alles short und der aktuelle Impuls, der ist nicht fertig. Ne? Also die Kasse setzt da jetzt gerade erstmal an und befasst sich mit dem, was da halt bei den NFPs halt los war und versucht die ganze Geschichte nach unten durchzudrücken. Ne? Und ich hätte auch gar keine Schmerzen, jetzt hier nochmal gleich einfach short zu gehen und dann zu gucken, dass man aus der Stunde da halt auch entsprechend rauskommt nach unten mit einem neuen Tagestief. Ja, so. Und wenn er erstmal ein paar neue Tagestiefs gemacht hat und es dann nicht mehr weitergeht, dann kann er von mir so nochmal nach oben drehen. Aber nicht von hier aus. Also da, nee, glaube ich nicht. Also die Chance halte ich für extrem gering. Ja, selbst wenn er die Eröffnung nochmal erreicht bei der 150, aber ein Tageshoch von hier aus? Also, nee, ich glaube es nicht. Gut, okay, aber ne, klar. Ich kann keine Empfehlung geben, das muss jeder irgendwie immer für sich selber entscheiden. Von daher, ja, das ist nur meine Meinung, meine Einschätzung. Gut, so, mehr weiß ich jetzt nicht mehr. Nelson, weißt du noch was? Ja, der Timo soll auf jeden Fall für den verpassten Einstieg oben 2 Flaschen mehr mitbringen. Alkoholfrei, selbstverständlich. Da braucht er gar nicht zu kommen. Und ja, ansonsten sind natürlich auch einige Fragen hier reingekommen bezüglich des Tierstraders an sich. Wenn Sie bei uns Kunden sind, dann können Sie sich bei unserem Support sich melden. Wir versuchen entsprechend zu helfen. Und wenn es nicht weitergeht, dann werden wir Dirk oder Timo dazu holen oder nutzt das Helpdesk-Webinar. Ansonsten vielen, vielen Dank für die super Teilnahme, sowohl hier bei uns über GoToWebinar als auch für YouTube habe ich gesehen, da auch eine super Teilnehmeranzahl. Und vielen, vielen Dank, Dirk, für das Webinar heute. Wie immer top, hat Spaß gemacht, hat mir auch ein bisschen wehgetan für dich, für den verpassten Einstieg oben. Aber trotzdem Das hat hat er wehgetan. gezeigt, dass deine Idee richtig war. Und ganz viele haben auch die gleiche Idee gehabt, selbstverständlich. Und ja, wünsche euch, dir, lieber Dirk, ein schönes Wochenende und freue mich auf das nächste Mal. Und wie immer hast du das Schlusswort. Ja, also ja, das ist deins war schon ziemlich gut, den Short zu verpassen, wenn man ihn 16 Stunden vorher erklärt hat, 14 Stunden vorher erklärt hat, das ist schon. Das ist schon ein bisschen bitter, ne? Das ist klar. Gut, ich meine, mit dem Long da unten, das fand ich okay. Das passiert halt, ne? Und dann handelt man eben noch ein paar Mal und dann ist ja auch alles wieder fein. Und ansonsten, ja, bedanke ich mich natürlich, ne, für euren Input. Ja, auf Switch waren wir auch, habe ich gerade gelesen. Ach, Ich hatte der dann, Andreas wieder. ja, Okay. dann auch Ja, da dann vielen auch Dank. grüße ich auch und bedanke mich auch bei den Twitch-Zuschauern. Input immer gerne, welcome. Freut mich, dass halt viele hier Geld verdient haben. Und das ist natürlich das, worum es geht. Ganz klar, keine Frage. Ansonsten kann ich nur sagen, ja, habt ein schönes Wochenende. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Und den YouTubern sage ich natürlich, abonniert den Kanal, holt euch den Stereo Trader sowieso, den gibt es bei FX Flat natürlich, sogar umsonst, ja, wenn man dort ein Konto eröffnet. Den Link gibt es da unten in der Videobeschreibung dazu, das würde ich ja auch immer gerne mal dazu sagen. Sowas muss man eigentlich am Anfang sagen, ich bin ein ganz schlechter Marketer. Also, ansonsten, ja, ne? Und vor allen Dingen guckt euch meinen Blog an, den ich abends mache, ja, also das ist halt. Ja, also heute war es wirklich unbezahlbar. Ja, also absolut unbezahlbar, das Ding. Naja, okay, gut. Bevor ich jetzt hier irgendwie melancholisch werde, weil ich ihn verpasst habe. Wann bist du Mach. wieder online? Sonntagabend? Was? Sonntagabend bin ich wieder online. Ja, genau. Sonntagnacht. Also, schaltet dann wieder Ja. ein. Der Blog kommt immer morgens, also beziehungsweise ich mache den immer abends, am Vorabend, ne? In der Regel halt irgendwie so 11, 12 Uhr abends für den nächsten Tag und manchmal mit Ankündigung, aber meistens halt ohne. Also einfach den Kanal abonnieren und dann kriegt man das mit. So, genug. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Danke, ciao. Nelson. Gerne, ciao. Ne?